Ihr habt gesehen, letzte Woche sind wir den BMW 45er E gefahren, aber wir wollten jetzt eine Serie machen zum Thema SUV. Auf dem Bild könnt ihr sehen den ganzen Umbau. Dafür, dass ihr so lange hier dran geblieben seid an unserem Video, zeige ich euch ganz kurz, was nächste Woche kommt. Hallo. Was? Die flüstern hier. Meine Damen und Herren, nicht nur die Autos, sondern die Mitarbeiter laufen auch laut. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Kamp Lintfort. Heute zum Thema BMW X5 M. Wir fahren, fast hätte ich gesagt, leider nur den 45er E. Ja. Aber das ist ein geiles Auto, also nicht leider, sondern wir fahren den 45er E. Ihr habt gesehen, letzte Woche sind wir den BMW 45er E gefahren. Aber wir wollten jetzt eine Serie machen zum Thema SUV. Und zwar, was uns noch gefehlt hat, zum Urus RSQ8, ein schöner BMW X5. Und zwar Whitebody natürlich. Auf dem Bild könnt ihr sehen den ganzen Umbau. Also alles, was wir hier am Auto verändert haben, wie der Frontspoiler. Dann haben wir die schönen Lufterlassrahmen. Ja, Verbreiterungsset, also vorne und hinten. Den Motorhaubenaufsatz. Das ist nur ein Konzept, also alles noch veränderbar. Dann schönen großen Diffusor. Heckklappenspoiler und Dachspoiler. Das war's. Also, so viele Teile, jetzt kommt, so viele Teile sind da nicht. Aber wir zählen die. Das sind 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20 Teile. Also bei so einem Umbau sind 20 Teile, die man produzieren muss. Ist es da anders wie bei dem Urus zum Beispiel? Nicht ein Teil? Auch drei Teile? Bei keinem. Also es gibt Hersteller, die machen einfach nur eine Verbreiterung, schrauben oder kleben. Problem ist aber, hat man Schaden an der Stoßstange, muss wieder halbe Autos auseinanderbauen. Das machen wir nicht. Okay. Das ist das erste Bild. Ich zeige euch erstmal den BMW X5 als Serie. Wo man sagen muss, brutal. Ja. Ja? Willst du nicht erstmal zeigen, einen X5, unseren alten X5, den wir hatten früher? Ja, ist schon so lange her. Ja, vielleicht können wir hier kurz einblenden. Wir haben damals für den X5, ist schon aber sehr lange her. Bestimmt 10, 12 Jahre. Aber es gab einen. Es gab einen. Prior Design Classic. Auf jeden Fall, hier jetzt hast du mich aus dem Konzept rausgebracht, ja. Kollege. Das sieht gut aus. Sogar bei den X-Modellen hat BMW auch die Spiegel mit diesem kleinen Ohr gemacht. Also finde ich geil. Ne? Sondern einfach so auch wirklich da designtechnisch wieder gut dabei, muss ich mal sagen. Ne? Ja doch, das sieht gar nicht schlecht aus. Original? Nee, mit der Wurzel drauf. Ja, warte, das haben wir noch gar nicht gezeigt. Nur weil du hinter mir stehst und guckst. Ja, Gott, meine Damen und Herren, ehrlich. Auch die Haube sieht schon echt gut aus. Ne? Es ist schwer, wenn die Hauben glatt sind, ist nichts schwer. Also dann, egal, was man da drauf macht, wird immer besser aussehen als eine glatte Motorhaube. Aber der sieht schon krass aus. Ja? Auch die Stoßstange, riesige Lufteinlässe. Hier diese BMW-Nieren, die sind echt groß geworden mit der Zeit. Weil, wo der neue M4 rausgekommen ist, oder 7er, ich habe wo ist vorne, wo ist hinten? Was machen die da? Aber ich habe mich daran gewöhnt, es sieht okay aus. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, wow, aber es sieht okay aus. Hier sage ich, wow, ne? Das sieht echt fett aus. Viele kleine Details am Auto, die mir gefallen. Mhm. Nur der Preis leider nicht. Der ist echt teuer. Für so ein X5 M, was musst du ausgeben? Top-Ausstattung, 180. Ja, ist natürlich eine Hausnummer. Klar, man hat ein Auto 600 PS aufwärts, Kampfjet. Ja, nur schon natürlich eine Preisfrage. Ich bin auch gespannt, wenn du den mit den anderen beiden vergleichst. Ich habe hier ein Bild vorbereitet. Vielleicht können wir es am Ende kurz zeigen. Mhm. Nur ganz kurz. Mhm. Aber dann stoppen die Leute das Bild. Das ist ja nicht sowieso. Die machen auf Pause und dann haben die alle drei. Aber wir machen das trotzdem ganz kurz. Ja, und dann nächste Woche reden wir darüber. Achtung, jetzt nicht quatschen, sondern Ergebnisse zeigen. Und zwar, Achtung, Batsch. Ja. Brutal, meine Damen und Herren. Bei dem Powerdome auf der Haube fehlt mir noch ein bisschen was. Ich bin dann nicht fertig. Also das bitte nur mit 50% beurteilen. Ja? Da arbeite ich noch dran. Natürlich wäre geil, wenn wir so ein Auto vielleicht sogar durch so eine Kooperation bekommen würden. Mhm. Und dann haben wir für die Essener Motorshow einen Urus,
den X5M und ein RSQ8. Hätten wir SUV. Alles SUVs auf der Dings hier. Und eine G-Klasse vielleicht, aber das schaffen wir nicht. Das ist zeitlich dann nicht mehr machbar, die ganze Entwicklung und so weiter. Deswegen ist das wird schwer. Aber wäre natürlich cool. Also wenn irgendein BMW-Autohaus oder BMW selber hier guckt, wir hätten gerne so ein X5M als Projektauto. Wir müssen das nicht behalten, wir müssen das nur quasi umbauen dürfen. Und ich habe sogar so eine schöne Karte hier von dem Herrn Sawatzki bekommen. Guck mal hier. So schön. 3.12. bis 11.12. Ja. Also hier, schöne Grüße an Herrn Sawatzki. Wir sind auf der Essener Motorshow, wie immer dabei. Und ja, vielleicht können wir das Auto auch da präsentieren. Muss man aber sehr zügig Entscheidungen treffen. Wie findet ihr eigentlich die roten Applikationen hier an dem Luftanlassrahmen? Vielleicht kurz als Kommentar, was er dazu sagt und ob ich recht habe mit der Hutze. Also ich finde persönlich mit den Rot, Schwarz und Rot geht immer, ne? Das ist als Kontrast. Das ist ein Traumauto. Wir machen es nur anders. Also das ist hier, dass das klargestellt ist. Wie gesagt, wir zeigen unsere Konzepte und so weiter. Das ist immer so alles Geschmackssache und das muss man hier auch anders beurteilen. Ich finde, ein SUV darf ruhig breiter werden. Ja? Finde ich schon geil. Richtig geil. Die schwarzen Scheinwerfer mit diesen blauen Applikationen drin. Vielleicht sollten wir nicht die Luftanlassrahmen in Rot machen, sondern blau. Zum Beispiel, ja. Was sagt ihr? Blau oder Rot? Wir haben die PD4-Felgen verbaut. Unsere Schweller werden auf dem originalen Seitenschweller drauf montiert. Das ist ja schon mal gut. Du musst nichts abmontieren. Nee, also wir versuchen die Bodykits so zu bauen, dass man nicht viel Montage, Demontage und hat. Ja, also wirklich, dass das für den Kunden oder für den Händler sehr, sehr easy zum Verbauen ist. Einmal zum Heck. Hier habe ich auch wieder so eine Animation vorbereitet, die zeigt, welche Teile wir auch bei dem X5M verbaut haben. Oder würden. So, Stoßstange, geil. Finde ich nicht schlecht. Was ich nicht schön finde, wenn diese Stoßstange diese blaue Applikate hat. Das ist bei dem Elektro, BMW, ich finde das nicht schön. Das sieht aus, als wenn man das selber irgendwie gemacht hat. Das finde ich nicht so schön. Von hinten sieht der BMW X5M so aus. Achtung. Seid ihr bereit? Der Diffusor. Guck mal auf den Diffusor, wenn du guckst. Ich finde es cooler. Was mir nicht gefällt bei dem Auto, die große Fläche zwischen Rückleuchten und quasi Diffusor. Das ist mir zu wie so ein Brett sieht das aus. Da ist kein Design, mir fehlt da was. Irgendwas, tschak, tschak, tschak. Hier die Verbreiterungen, Diffusor, Heckklappenspoiler und Dachspoiler. Der Dachspoiler wird ersetzt durch den? Nee, also der wird, guck mal jetzt, Achtung, der Dachspoiler wird auf dem originalen Spoiler drauf montiert. Was hier ausgetauscht wird, ist der komplette Heckdiffusor. Ja. Also wirklich eigentlich vom Einbau her kein Riesenaufwand. So, tschak. Hier sieht man natürlich das ein bisschen deutlicher. Original links, Prior rechts. Böse. Das ist schon echt krass böse, ne? Oder? Wobei man normalerweise, wenn du den M schon siehst, dann sieht der schon breit böse aus, ne? Ja. Aber das ist ja wieder eine ganz andere Nummer. Krass, ja. Ja. Wenn sich genug Leute auch melden, würden wir vielleicht auch das Bodykit bauen. Wir werden jetzt versuchen, mehr Videos wieder zu machen. Im Punkto Design und Konzepte und so weiter. Nicht alles, was wir zeigen hier bei YouTube oder bei Instagram und so weiter. Vielleicht können wir hier auch meinen Namen einblenden. Wer es mag, kann mir gerne folgen. Ja, nicht alles, was wir hier vorstellen, kommt raus. Weil das ist so eine Marktforschung für uns. Wir gucken, okay, machen wir das oder das. Melden sich viele Händler oder Privatkunden für den X5, wenn wir es bauen. Melden sich, ist aber nur ein paar Stück, wenn wir es nicht bauen. Deswegen muss auch da so ein bisschen auch gucken, welche Richtung es hingeht. Ja. So sieht's aus. Und dann habe ich jetzt noch, meine Damen und Herren, ein letztes Bild dafür, dass ihr so lange hier dran geblieben seid an unserem Video. Zeige ich euch ganz kurz, was nächste Woche kommt. Und zwar Lamborghini Urus, Audi RSQ8 zum Vergleich zum X5. So sieht's aus. Freut euch schon drauf und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.